Hallo und willkommen zurück zu Shininjas Let's Plays und Oxmas Dice 2 und mit dabei ist Philipp No Name seit langem mal wieder. Hi Philipp! Hi ho! Der Philipp hat mir dieses Spiel auch geschenkt über Steam und... Was habe ich gesagt? Ich spiele den Kerl, okay. Ja, yeah, du solltest eine Einladung haben. Ja, hab sie auch schon angenommen. Ah, bei mir steht noch was auf anderen Spielen. Ja, ich habe den Charakter noch nicht ausgewählt, weil ich noch einen Aufnahme mache. Ah, okay. Wunderbar. Sag nochmal was. Ja, hallo. Ich glaube, jetzt höre ich dich doppelt, weil man im Spiel auch ein Mikrofon hat. Ach Gott, kann man das ausmachen? Hörst du mich denn doppelt? Ich höre dich, glaube ich, nicht doppelt. Auf jeden Fall leuchtet im... Aber vielleicht ist es nur in dieser Lounge, wo wir jetzt gerade drin sind. Ich habe halt einfach mal auf Stuttgart gemacht. Das sollte in dem Ding... Sollte reichen, wenn du nicht doppelt hörst. Ich höre dich trotzdem noch doppelt, glaube ich. Aber ich glaube, das liegt, wie gesagt, daran, dass wir in dieser Lobby sind. Und da hast du auch ein Mikrofonsymbol. Okay, ja, hoffen wir mal, dass das so ist. Soll ich einfach mal starten? Ja. Okay. Und wir machen uns Gedanken wegen TeamSpeak. Ja. Da ist eine kurze Einweisung und dann... So sollte es also enden. Jetzt kommt kurz Story. In der Falle. Umzingelt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders. Zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich... ihn. Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Warst du das? War ich was? Spürst du nicht, wie die Macht zurückkehrt? Hast du den Spalt erschaffen? Nee, ich bin eher der destruktive Typ. Hey, Zauberbuch. Bist du nicht diese Irre, die mich umbringen wollte? Dafür ist jetzt keine Zeit. Die Orks sind mir auf den Fersen. Orks? Schick! Achso, das ist jetzt ein Tower-Defense quasi. Ja. Um die Story mal kurz zusammenzufassen aus dem ersten Teil. Ich hab Ork kontrolliert, damit die Spalte in der Welt kommt, wo er sich aufgehalten hat, indem die Ork wieder gemacht hat. So, warte mal, das mit dem Sound nervt noch. Das muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich das... Ja, ich guck auch noch mal. Sonst muss ich dich notfalls im Steam einfach muten. Push to talk. Das ist ja nur mein eigener. Muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, das auszumachen eigentlich. Ja, wahrscheinlich direkt in Steam. Wie war das Shift-Dings? Option kann man jetzt nicht machen, oder? Auf der roten Einstellung. Sprachchat. Meine Stimme automatisch übertragen, sobald ich spreche. Mache ich in Steam mal Push to Talk an. Wo ging denn das? Shift Tab und dann unten auf Einstellung und dann Sprachchat und dann Push to Talk. Gefunden? Warte mal. Okay. Hörst du mich immer noch doppelt? Ich fürchte ja, oder? Ich weiß, wie ich das löse. Warte kurz. Jetzt dürftest du mich nicht mehr doppelt hören. Ja, jetzt ist gut. Ja, denn das Problem ist, dass die Push-to-Talk-Taste, die du automatisch im Spiel hast, die gleiche ist, die ich auch im TS benutze. Achso, in der TS brauchst du ja dann theoretisch keine. Ja, genau, deswegen, die habe ich gerade rausgenommen, dann sollte das passen. So, unser Ziel ist es halt, die Orks, die aus
dem Spalt rauskommen, davon abzuhalten, durch die Tür da hinten rauszugehen. Mhm. Und dazu können wir halt entweder die Fallen benutzen, die wir haben, oder wir können sie selber abnetzen. So einfach ist es eigentlich auch schön. Das unten links ist unser Geld, Leben und Mana erklärt sich glaube ich selbst. Ja. Ist das jetzt und die Falle? Okay. Du hast, wenn du auf B drückst, da kannst du ja so Sachen auswählen. Ja, nee, ich meine, weil hier so eine Zielscheibe ist. Achso, ja, damit kannst du die Lore umlenken, die da fährt. Achso, und die würde dann auch noch bei den Gegnern reinlaufen. Ja, ja, genau. Okay. Wir teilen uns ja vermutlich das Geld. Nö, du müsstest 2000 haben, ich müsste 2000 haben. Ach so, dann bauen wir was, dann kann ich ja gucken. Ja, hab ich schon. Ich hab hier schon ein bisschen. Achso, man hat unterschiedliche Waffen. Ja. Sind die alle gleich stark? Weiß es nicht, du hast ein paar Waffen durch die DLCs, die habe ich nicht. Kommende Gegner steht da, okay. Welche hast du denn nicht? Ich habe am Anfang tatsächlich sogar nur den Zauberstab. Als Waffe. Und der zwei Steinstab? Nee, ich habe ja andere. Ich bin ein anderer Charakter. Achso. Du müsstest als am Anfang müsstest du eine Schrotflinte haben. Die habe ich, genau. Dazu eine Teerfalle und eine Pfeilwand. Genau. Dann habe ich noch den Steinstab. Der ist wohl gegen mehrere Gegner und benebelt Gegner. Was ist der zweite Schuss? Okay. Hab ich gar nicht gesehen. Und ein Zwergenraketenwerfer, Zielsuchraketen und Flak gut gegen Flieger. Das schaue ich mir auch mal an. Ja, Flieger kommen erst später. Okay. Also wenn du B nochmal drückst, das geht jetzt nicht mehr, weil ich schon gebaut habe, glaube ich. Ach, ich sehe auch, was du in der Schnellauswahl drin hast, okay. Das siehst du auch oben, was für Gegner in dem Level kommen, das wird später noch eventuell interessant. Dann habe ich noch einen Geisterkrug, der verengt sich Gegner, die in der Nähe sind. Und aktiv, also passiver Effekt und aktiv erzeugt ein Spektralbild der Angst. Ja, das ist dann vermutlich ein Talisman, die kommt später auch noch. Also ja, ich würde kann den reinnehmen als Dingswaffe. Ja, kannst du. Mach mal, wie du lustig bist. Wächterschmuck regeneriert langsam die Gesundheit deiner Wächter und aktiv erweckt gefallene Wächter wieder zum Leben. Sind wir Wächter? Nein, Wächter sind auch später eine Art, also du kannst später anstelle von Pfeilen auch Charaktere dahinstellen quasi. Mhm. Also Bogenschützen oder sowas, das sind Wächter. Mhm. Und dann habe ich noch die Falle Pfeilspucker, Ebenenportal, Netzflechter und Dornenwand. Also ich empfehle immer die Teerfalle mitzunehmen, weil die verlangsamt halt Gegner, das ist immer ganz praktisch. Ich habe leider nichts Vergleichbares. Ja. Die ist ganz nützlich und ansonsten mach wie du meinst. Aber verlangsamt ist klar, aber den Rest des Schadens mache ich mit meiner eigenen Waffe oder mit Fallen? Also du kannst mit einer eigenen Waffe kannst du Schaden machen oder du kannst halt Fallen stellen. Also ich habe hier jetzt mal ein paar Säurespucker hingestellt, die, wenn da halt wer vorbeiläuft, dann kommt da Säure raus und macht kaputt. Okay. Und außerdem kannst du halt mit deiner eigenen Waffe draufballern. Gegner, laufen die den kürzesten Weg, also dann hier direkt lang, oder laufen die einen Pfad in der Mitte? Du siehst ja den Spalt. Ach. Da kommt dieses blaue Zeug raus. Dieses blaue Zeug ist der Weg, den die Gegner gehen. Okay. Wird natürlich später noch deutlich komplexer teilweise, aber so ist es für den Anfang erstmal. Okay, sollte eigentlich erstmal reichen, aber warte, ich will den, als du gerade geschossen hast, war das trotzdem noch ganz schön laut. Ich mach mal den Effekt-Sound auch noch runter. Du kannst dein Geld aber ruhig komplett verbraten. Spart man sich nicht so für die nächste Runde was? Nö. Also brauchst du eigentlich nicht. Du kriegst dann immer wieder was Neues. Ach, Nadelkästen! Du kriegst dann, je nachdem, wie gut wir den Level schaffen, kriegen wir Schädel. Und mit denen können wir dann die Waffen aufwerfen, die fallen oder was. Okay. Bist du ready? Ja, ich hab schon ready gedrückt. Kannst du losgehen. Ah ja. Ah, ich bin runtergefallen. Das ist schlecht, weil das kostet uns Spaltpunkte und macht es für uns schwieriger. Ich kann halt Orks mit meiner Sekundärmagie so bezaubern, dass die mit uns zusammenarbeiten. Ja! Treffer-Serie!
Schüsse machen mehr Schaden. Also ah, okay, alles das ist normal. So, ich finde den. Ah, ich muss auch mal den Effekt-Sound noch ein bisschen. Ja, ich auch. Mach auf den Gesamtsound runter. Ach, Gesamtsound, da hat gar nicht geachtet. Ich probiere jetzt mal meine Eisfalle aus. Du kannst ja mal zwischen den Wellen noch ein bisschen Dings bauen. Warum kann ich ihn nicht bauen? Mal gucken, wie die funktioniert, aber die muss man nach dem Benutzen zurücksetzen, das ist ein bisschen doof. Ach, ich bin das. Meine Waffenfähigkeit ist das mit den. Mit dem Einfrieren. Versteinern. Das war aber übel. Wenn ich wieder zum Start zurücklaufe, folgen die mir dann? Die laufen hier definitiv. Teilweise laufen sie dir hinterher, teilweise verlieren sie das, aber die Abfahrt auch recht schnell wieder. Also jetzt hier ist es schon viel mehr durchzulaufen. Und es hat Boom gemacht! Und es hat Boom gemacht. Warum komme ich nicht mehr in dieses Baumenü? Bist du immer nur zwischen den Waves bist du in diesem Baumenü. Ja. Und da musst halt unten dann auf die Falle klicken, die du bauen willst. Achso, aber ich wollte ja die aus meinem Zauberbuch nehmen. Achso, nee, Zauberbuch kannst du nur, wenn du, kannst du nur ganz am Anfang von einem Level. Achso. Du suchst dir halt am Anfang aus, welche Fallen du mitnehmen willst für das Level und dann bleiben die für das Level so stehen. So, ich hab mich schon gewundert, weil das hab ich gerade die ganze Zeit versucht. Ah, okay. Manchmal lassen die Orks halt auch Sachen fallen, zum Beispiel Lebenstränke oder Mana-Tränke. Und ganz selten auch mal einen Schädel. Aber gibt es Schädel, die... was wollte ich fragen? Achso, gibt es pro Level immer drei Schädel oder fünf. Ist das wirklich random? Du kriegst Minimum 5 Schädel, also du kriegst am Ende halt, je nachdem wie du das Level gemacht hast, eine bestimmte Anzahl an Schädeln. Jetzt haben wir eine kurze Pause. Wenn die Eisfallen fliegt ziemlich lame. Du kriegst, also wenn du das Level perfekt schaffst, ohne dass der Spaltschaden kriegt und ohne dass der Spaltschaden kriegt, kriegst du 5 Schädel. Und wenn je nachdem wie schlechter du es halt schaffst, kriegst du weniger. Je nachdem. Ich halt dein Hauptjob wird es am Anfang sein, diese blöden Teerfallen aufzubauen. Weil ich halt leider nicht wirklich nichts Vergleichbares habe. Okay, die Eisfallen sind wirklich öde. Ja, du musst auch G drücken dann. Ja, ich habe nur gerade geguckt, weil du ja meintest, man kann die auch aufwerten. Ja, ja, das ist okay zwischen den Leveln. Dann im Zauberbuch. Da wählst du dann quasi so einmalige Verbesserungen für die einzelnen Fallen. Die Fallen können mich aber nicht treffen. Nein. Das ist mal eine Menge toter Ochs. Achso, das kostet Mana. Der zweite Hieb. Naja, die Sekundärfähigkeit kostet immer Mana. Du hast gerade mit deiner Explosion einen runtergeschubbt. Ja, das macht glaube ich erstmal nichts. Später muss man da teilweise aufpassen, dass die nicht, dass du sie nicht auf eine andere Ebene schubst. Das geht ja. Das geht in einigen Leveln, ja. Yay, gewonnen! Allerdings nur mit 4 Schädeln, glaube ich. Weil ich am Anfang runtergefallen bin, ja. Stimmt. Und jetzt kannst du, wenn du hier auf Zauberbuch gehst, kannst du hier unter Fallen dir neue Fallen kaufen zum Beispiel oder deine bestehenden Fallen ein bisschen aufwerten. Du
zum Beispiel werde jetzt mal die Reichweite meiner Säuresprühe erhöhen. Ja? Kriegst halt nach Leben, ja, wir noch selbst eine Falle dazu, die ist aber vorgegeben quasi. Wo sehe ich denn Upgrades? Geh mal auf Zauberbuch. Ja. Und dann auf Fallen halt. Oder halt auf Waffen und klick auf die Falle, die du nehmen willst. Da steht links jeweils. Ah, jetzt. Ich musste rechts nochmal anklicken. Preis senken. Gegner werden stärker verlangsamt. Auch nach dem Verlassen der Dings an. Okay. Du kannst, glaube ich, jede Falle dreimal verbessern und jeweils ein Unikat. Manche Fallen haben noch ein extra. Kannst du irgendwas empfehlen? Soll ich die Teerfalle denn upgraden? Ich würde es sehr empfehlen. Wie gesagt, die Teerfalle ist eine wirklich starke und wichtige Falle von dir. Vor allem, weil die später eine der stärksten Kombinationen im Spiel quasi möglich macht. Spielen wir jetzt ein anderes Level oder das? Wir spielen jetzt dann das nächste, wenn du auf Fortfahren klickst. Okay, weil dann ist ja vielleicht gar nicht mal schlecht, die Kosten zu reduzieren. Hm? Aber ich glaube, dann mach ich erstmal das, okay. Wo muss ich klicken? Da. Wo ist Fortfahren? Ich habe keinen Fortfahren-Button. Unter Zauberbuch steht Fortfahren. Ach, bereit. Okay. Achso, bei mir steht da Fortfahren. Echt? Vermutlich steht da nur beim ersten der. Hey, guck mal! Da hat sich noch ein Spalt geöffnet. Guck mal, diesmal sind es zwei Spalte, die beide da hinten hin. Was sind das für Tunnel? Okay, jeder eine Lane oder was? Naja, oder wir sagen halt, wir fangen erstmal an und bauen hier hinten, weil hier müssen sie beide durch. Kann man auch, ja. Aber wir können eine Falle mehr. Zumindest mal. Wir haben praktischerweise gerade auch eine bekommen. Also das ist, glaube ich, sinnvoller. Was kommt an Gegner? Okay, nur Orks und Erdelementare, das noch. Warum leuchtet auf der Karte die eine Dings und der andere nicht? Weil die als erste aufgeht. Ach, die als erstes leuchtet, ist als erstes aufgeht. Okay, 18 Minuten. Ich glaube, ich mache mal eine kleine Pause in der Aufnahme. Ah, okay.